Können wir? Okay. Ich nehme an, ich habe jetzt Zuschauer. Hallo. Ja, ich bin heute das erste Mal hier bei Dirjit. Und ich mag jetzt gerne erzählen, wie alles angefangen hat, wie wir uns kennengelernt haben und wie es überhaupt dazu kam, dass wir die Sendung ungeplant geplant haben. Ja, das erste Mal bekam ich einfach eine E-Mail von einem Künstler. Und eigentlich ging es um den Künstler, um seinen eigenen Auftritt. Und da habe ich in dieser Runde Cheat gesehen. Dann habe ich in dieser Runde Sabine gesehen. Und es war jetzt nicht meine Absicht, aber diese zwei sind mir in der Erinnerung geblieben. Später habe ich mit meinem Freund Herbert, den ich ungefähr vor 3 Jahren kennengelernt habe, er ist weggezogen und er sagte zu mir, er geht zum Cheat. Und ich sagte, wie, du gehst zum Cheat? Woher kennst du Cheat? Und er sagte, nö, woher kennst du Cheat? Ja, ich habe ihn mal im Fernsehen gesehen. Und so kam das, dass Cheat in dieses Haus hier eingezogen ist, dass er das TTV gemacht hat, dass ich mich telefonisch hier immer gemeldet habe. Ja. Und dann ist der Moment gekommen, als ich den Cheat angerufen habe und der mich fragte, was machst du denn zurzeit, mit was beschäftigst du dich, du bist immer so im Hintergrund. Und ich sagte, ich beschäftige mich mit der Entwicklung, mit der inneren Entwicklung, wenn alles Duale aufhört. Was dann? Was, wenn alle erleuchtet sind? Was dann? Hört dann alles auf? Oder wie geht es dann weiter? Und bei mir waren immer die Impulse, lass das Licht leuchten, lass aus deiner Drüse, die mitten im Kopf ist, zentrier dich nur auf die. Ja, und so habe ich eben mit Chi telefoniert und er fand es sehr interessant. Sagte, machen wir doch eine Sendung. Und ich sagte ja. Ja, und heute sitze ich hier. Das Seminar oder Workshop oder das, was wir vorhatten, hat nicht in dieser Art und Weise stattgefunden, sondern hier das erste Mal vor der Kamera, das erste Mal zu reden ohne einen Ansprechpartner. Das mache ich wirklich das erste Mal und es ist gar nicht so schön, nur zu reden. Doch an dieser Stelle möchte ich
Danke dem Universum sagen. Danke meinem Leben. Danke meinen biologischen Eltern. Ich möchte dem ganzen Universum einen Dank sagen. Und danke für alle, die wahrhaftig sich öffnen und diesen Weg der Wahrhaftigkeit gehen.